Weite. Ja, meine Freunde, da sind wir wieder hier auf Isla Sorna, ja. Wir sind fleißig am Bauen, es zieht ein Sturm auf. Ich hoffe, ein nicht allzu... Da ist eine Bodenfutterstation? Was macht die denn da? Ist wahrscheinlich sehr alt. Hab ich gar nicht gesehen. Gibt's hier noch mehr? Das haben wir gebaut. Da ist noch eine... Ja. Auch noch mehr Stegos. Okay. Haben wir einen Sturmschutz? Ja, yep, habe ich. Nice. Was ich diesmal hier gleich mit reinsetzen werde, ist hier die... Das Ding. Damit wir die schon mal auf jeden Fall drinne haben. Und die nicht später wieder reinquetschen müssen. Ja, nehmen wir die hier hin. Und dann können wir die ja schon mal hier so ein bisschen ansetzen. Mehr nicht. Dann wissen wir ungefähr, wie wir bauen sollen später und können die dann... So, jetzt sind die Kopfhörer richtig. Weiterführen. Palladium 400.000. Alter! Heftig. Mittlerweile warm und fast leer. Wir brauchen noch ein Forschungszentrum, sehe ich gerade. Schauen wir gleich mal. Ich hätte da was für Sie, wenn Sie Interesse haben. Eines kleinen oder mittleren Pflanzenfressers, ja. Nutzen Sie diese Gelegenheit. So, das hier ist das Sicherheitszentrum. Generiert pro Minute noch Geld? Nein, Gewinn nichts. Ja, Strecke unvollständig, ist mir klar. ja. Soll auch so sein. Warte mal. Das nehmen wir erstmal weg. Zack, zack, zack. So, und dann würde ich nämlich gerne mal gucken, dass wir hier noch das Forschungszentrum, Expedition Fossilien, das Forschungszentrum mit rankriegen. Muss ja so rum sein. Ich hätte es eigentlich gerne so hier dran, ne? Ah, dann ist das... Nee, das Kraftwerk ist gar nicht im Weg. Warte mal. So, machen wir mal fix diesen Move. Dann Betriebsgebäude, Forschungsgelände. Forschungsgebäude meine ich. Einmal drehen. So. So, zack, und dann haben wir... Perfekto. So habe ich mir das vorgestellt. Und jetzt haben wir hier auch noch nämlich ein bisschen Platz für ein paar Buden oder so. Schauen wir mal. Ein Souvenirladen, ja, den können wir hier gleich mit ransetzen. Dann haben wir vorne zwar alles so ein bisschen geballt, aber das macht nichts. Da schreit jemand. Ist das ein Stegosaurus? Haben wir hier gleich mal die Bar mit dran. Mehrere Expeditionen abgeschlossen, um nachzusehen, was sie gefunden haben. Ich mach das nochmal weg. Und dann...
flachen wir das hier mal ein bisschen ab und glätten es. Es sieht von oben auf jeden Fall ein bisschen besser aus. Frage ist, es würde hier hinpassen. Och, Menno. Es ist halt dieser Rand hier, ne, der so scheiße ist. Guck mal, da flacht er den Rand wieder. Ich drück's auf Abflachen. Er zieht das hier hoch und flacht da den Rand ab. Aber okay, da ist jetzt... Theoretisch ist es jetzt gerade. Theoretisch. Aha. Dann halt so. So, wir gehen mal ins Fossilienzentrum. Spinosaurus, Spinosaurus, Opalfossilien, Mutaburasaurus und Palladium. Dann haben wir neue Forschung, definitiv. Hier haben wir nichts. Fahrbare Gyrosphäre. Die hätte ich gerne. Isla Sauna Bewertung 3. Und Isla Penna Sicherheitsauftrag. Den müssen wir noch machen. Hier haben wir die letzten Krankheiten. Algenvergiftung, Bandwurm, Tuberkulose und Salmonellen. Okay. Hier gibt es noch einiges. Eine Isla Sauna Bewertung 5. Kriegen wir den Dschungel. Isla Penna frei. Okay. Isla Sorna, Unterhaltungsmission, alles klar. Küstengebiet war Isla Takano auf 5. Kriegen wir hin. Isla Penna Wissenschaft. Isla Penna 5er Bewertung. Isla Sorna Unterhaltung. Hier müssen wir wahrscheinlich erforschen, ne? Irgendwie, oder. Ah ne, Sicherheitsmission. Okay. Isla Sorna Sicherheitsmission. Wir haben 3 Forschungsteams, das heißt, es geht hier relativ zügig. Isla Penna, ah, okay, dann kriegen wir das große Kraftwerk und Isla Sorna kriegen wir das Forschungszentrum. Okay, also wir müssen Aufgaben erfüllen. Isla Muerta, gibt es noch ein Grabungsteam? Okay. Wir machen erstmal die 3 Krankheiten. Dann schicken wir die hier wieder los. Ja, ich schicke die jetzt einfach mal so dahin. Okay, und dann gucken wir weiter, wie wir hier jetzt bauen. Theoretisch müsste hier noch irgendwie ein Sturmschutz mit hin, ne? Ich sag mal, das Forschungszentrum und so, die sind nicht so schlimm, wenn der Sturmschutz da nicht wirkt. Schlimmer ist es an den Gehegen. So, Betriebsgebäude. Hier noch ein Wissenschaftszentrum oder so. Zack. So, okay. Und dann kriege ich doch hier oben bestimmt noch irgendwie was Kleines hin. Spielwarenladen? Okay, der ist nicht klein genug. Scheiße. Warte mal, dann kriege ich hier oben doch sicherlich aber... Oh, nee, das wäre... Wobei, das wäre gar keine Fisch. Da müsste ich aber eher hier hinsetzen. Können wir schon mal in weiser Voraussicht machen.
So. Gut, dann. Was kann ich denn so. Krieg ich da ein Schutzdings hin? Das kriegen wir hier hin. Das ist cool. Wenigstens etwas. So. Wie sieht's bei euch aus? Ihr fühlt euch wohl? Das ist top. So, dann müssen wir natürlich hier auch jetzt langsam schon ein Hotel aufbauen, ne? Erstmal extrahieren wir hier wieder fleißig. 18.000 € haben wir noch gar nicht. Forschung abgeschlossen. Ihr könnt wieder euch auf den Weg machen. Zack. Und. Ja gut, dann geht man da noch hin. Forschung abgeschlossen. Okay. Nehmen wir auch die letzte Krankheit noch mit und dann zack, zack. Die Genveränderung. So, kann ich hier noch alles so ein bisschen eben machen? Damit hier nicht solche Bauschwierigkeiten auftreten. So, okay. Jetzt ist die Frage, natürlich ziehen wir hier den Weg erstmal weiter. Dann würde ich aber sagen, wir können hier eigentlich so ein Hammond-Entwicklungsstudio hinsetzen, ne? Dann machen wir hier unser Brutgehege hin. Da snappt er an, alles klar. So. Wobei, ich habe gerade gesagt, wir machen hier das Brutgehege, ne? Warum mache ich das denn so groß? Das war Fail. So, alles klar. Hier wird dann ausgebrütet. Mehr nicht. Das war der Weg. Alles klar. Ja, nice. Ist das überhaupt richtig verbunden? Das ist nicht mal richtig verbunden. Alter, manchmal kriege ich hier mit diesen Dingern eine Krise, ne? So. Strom. Jeder möchte eine verlässliche Stromversorgung. Ja, die bekommen wir doch hier auch. Setzen wir hier hin das schöne Kraftwerk und dann. Ziehen wir es so hier durch. Alles klar. Hier noch einen kleinen Weg mit einbauen. So, hier werden dann die Tiere ausgebrütet. Hauen wir mal gleich die Upgrades mit rein. So, interessant. Zack. Nee, das wird nix. Müssen wir weiter hier machen.
So. Oh, schön hier an dem Zaun vorbei. Zack. Und ja, noch ein Stück. So. Zack. Und zack. So haben wir schon mal eine Verbindung geschaffen. So, jetzt kommen wir aber gar nicht, ne? Hier hinten, er ist noch so ziemlich unbeobachtet. Benötigt. Oh, ganz ehrlich, hat keine Wegverbindung, ja, weil ein bisschen Grünzeug da wächst, gehen die da nicht rüber oder was? So, die Forschungen sind abgeschlossen. Puh, es ist zack, zack. Und das war's mit Forschung, ne? Ach, guck mal, das Ding ist auch noch nicht angeschlossen an den Weg. Die treffen gar nicht ein, weil die Einschienenbahn nicht fährt. Aber das scheint die eigene Mitarbeiterin nicht zu wissen. Das ist schon ziemlich schlecht, muss ich sagen. Ja, machen wir mal gleich die nächste Expedition. Oh, komm, wir haben hier noch ganz viele gelbe, ne? Dann nehmen wir erstmal die, die gelb sind. So. Wir brauchen definitiv das hier. Ja, ein Hotel. Komm, diese Terranbeschränkung geht mir sowas von auf den Keks. So, machen wir mal hier. Guck mal, so sieht das gut aus, ne? Wenn das so gleichmäßig hochgeht. So, und dann abflachen. Zack, 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 zack. Ich hoffe mal, dass ich das jetzt so langsam richtig mache mit diesen Abflachen. Weil ich habe das die ganze Zeit irgendwie nicht verstanden. So, mal schauen, ob jetzt das Ding besser hierhin passt. Guck mal, das geht gleich viel sauberer von der Hand. Zack. So. Dann können wir hier doch auch den Weg lang ziehen. Zack, zack. So. Der ist verbunden und dann bekommt das Ding hier natürlich noch. Angrenzend einen Stromgenerator. Zack. Zack und bam. So, hier können wir dann noch irgendwas hinbauen. Also diese Terranbeschränkung gehen mir langsam wirklich auf den Keks. Spielhalle und Bowlingbahn, das müsste doch hier hinpassen. Ach komm, warum Terranbeschränkung? Ach, Spiel. Sieht schon definitiv jetzt immer noch Terranbeschränkung, ne? Es ist.
meines Erachtens nach unverständlich. Aber gut, ich mische mich nicht da ein. Das Spiel sagt mir, es geht nicht, also geht es nicht. Terrainbeschränkung, obwohl ich eben alles abgeglättet habe. Guck mal, hier geht's. So. Kann ich das hier eigentlich... Komm mal, dann machen wir das hier so schick. So. Ja, so richtig geht das hier aber auch nicht, ne, mit dem Weg. Naja, wir haben es hier so ein bisschen schick gemacht, damit es nicht so schlampig aussieht. Frage ist, was kann ich hier hinstellen? Das sind alles so unbebaute Flächen. Forschung, Härte der Zähne. Strom hätte ich vielleicht auch hier hinten durchziehen können, aber egal. Futterstationen müssen aufgefüllt werden. Oh, der Spino frisst aber ganz schön viel. Unterwegs zur Futterstation. Gucken wir mal, dass er hier durchkommt. Da ist eine Wand. Wo kommt die denn her? Die war hier doch noch nie. Aha. Wo ist das Ranger-Team? Ist es auf dem Weg? Eventuell müssen wir dann hier hinten auch noch eins hinsetzen, ne? Weil es dauert ja ewig, bis sie da sind. Also da wird eine Ranger-Station wahrscheinlich nicht reichen. Okay. Hier kann man entlang tatsächlich nicht viel machen, ne? Können wir da nicht den... Da wir hier ja eh nichts bauen können in diesem schmalen Durchgang, tendiere ich zu dem breiten Weg. So, was wir aber hier jetzt langziehen könnten, wäre doch die Einschienenbahn, ne? Boah, wisst ihr was, Leute, die Folge ist gleich wieder um und ich habe hier nur Scheiße gemacht. So, schön hinterm Hotel. Und dann schön hier den Weg folgen. Zack. Durch den Abschluss haben Sie unsere Stromversorgung. Ach, komm schon. Komm schon. Das biegt so voll hart ein, das geht mir voll auf den... Guck das mal an, das ist... So hart will ich das gar nicht, so. Ja, das geht jetzt halt mitten... Oh! Scheißteil. Ich komme mit diesem brandheißen Auftrag. Ja, wir haben sowieso kaum Fleischfresse. So. Wie gesagt, der Spino hier ist momentan noch... nur Deko. Nee. Komm schon. Wasser weg. Und dann ziehen wir den Weg hier weiter. Hier vorne würde ich dann gerne wieder mit den schmaleren Wegen arbeiten. So. Den Wald, den entfernen wir doch mal gleich. Das Wasser, am liebsten das Wasser auch.
So, alles wegmachen. Der Baum da geht nicht weg. Hier haben wir wenigstens eine ordentliche Fläche zum Bauen. Wie Dinosaurierbedrohung. Die Wilden hier. Da kommt der Bedrohungsdino. Hier sind noch keine Besucher. Warum ist er denn eine Bedrohung schon? Wo ist er denn? Da. Zack. Verstanden. Dann legen wir diese Herde auch mal lahm. Und eine Herde haben wir dann noch. Zack. So. Ah ja, kein Problem. So, zack. Das hier noch alles weg. Und dann können wir hier fleißig bauen. Oh, Sturmwarnung. Bin ich mal gespannt, was für ein Sturm diesmal jetzt hier erscheint. Wie gesagt, auf der anderen Insel kam so ein fetter Tornado und hat mir einfach mal die ganze Stromzufuhr zerstört, ne? Stromzufuhr und ein paar Gehege. So. Dann würde ich gerne hier ein Entwicklungslabor hinstellen. So schön zentral. Wo ist er jetzt? Den brechen wir bitte ab. Den machst du bitte als letzten. Weil der hier vorne ist schon gefährlich nah an unserem. So, dann können wir hier aber auf jeden Fall noch einen Schutzbunker bauen, ne? Oh fuck. Oh fuck. Na, der konnte doch eben hier. Ja, kein Strom, nicht verbunden, schön. Mach den platt. Sonst mache ich das. Lol, der ist schon platt. Wie der da liegt. Was? Die Aufgabe hat er noch. So, wie viel passt bei denen denn hier noch rein? Ja, okay. Eins, zwei kriegen die noch. Dann haben wir aber auch schon zu viel. Da müssen wir dann aufpassen. So. Jetzt haben wir hier das Hammond-Gehege. Zaun. Zack, und hier dran würde ich dann jetzt gerne die Gehege bauen. Schauen wir mal, was wir hier. Oh, Krankheit. Hier hinten. Ist
Schon lustig, irgend so ein wilder Dino ist krank und ich krieg trotzdem die Meldung, ne? Finde ich gut. Finde ich gut. Ich möchte Aufträge haben. Es gibt einen neuen Job und ich weiß genau, wer ihn übernehmen sollte. Zack. Es sieht ein bisschen scheiße aus. Nee, das gefällt mir gerade gar nicht. Absolut nicht. Muss ich gleich nochmal gucken. Was ich jetzt erstmal mache, ich gehe mal zu den Fossilien. Denn wir haben gar nicht mehr so viel Geld. Ne? Das ist schon relativ wenig geworden. So, jetzt müssen wir gucken. Dass ich ihn da so ein bisschen eingedämmt habe, ist schon mal vielleicht gar nicht so gut. Denn er hat nicht mehr genug Grasland dadurch. Scheiße. Fuck. Wie mache ich das denn jetzt? Oh mein Gott. Fuck. Ja, meine Freunde, das sehen wir uns dann aber in der nächsten Folge an, denn die Zeit ist mal wieder um. Ja. Ich werde jetzt ein bisschen wahrscheinlich offscreen arbeiten. Ja, es ist jetzt... Oh, es ist 10 vor 3. Ich werde wahrscheinlich nicht mehr offscreen arbeiten. Wie kann das denn sein, dass das schon so spät ist? Ja. Wir werden dann in der nächsten Folge wahrscheinlich hier schon mehrere Gehege sehen. Ich werde das mal in Ruhe so ein bisschen Revue passieren lassen, wie ich da jetzt am besten baue. Schauen wir mal. Ich speichere erstmal die Karriere hier im Hintergrund. Ja, Isla Sorna ist doch relativ schwer. Nein, schwer nicht. Interessant. Sagen wir interessant. Wir haben eine Menge Platz zum Bauen eigentlich. Den wir auch ausnutzen sollten. Ich bin mal gespannt, was das alles wird und wann wir dann endlich den Indoraptor bekommen. Da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen was forschen. Ich kann nicht mal quatschen. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, gehabt euch wohl und haut rein. Cheerio und bis zum nächsten Mal.